So, hallo und herzlich willkommen, Freunde, zur nächsten Folge von Prince of Persia, die Lost Crown. Wir sind jetzt bei Artaban wieder angekommen und wir machen die nächste Übung, Schatten von Simurgh. Diese besondere Fähigkeit eröffnet dir auch einzigartige Kombo-Möglichkeiten und Angriffsketten. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hast du noch eine Feder gefunden? Ich kann im Raum zurückgehen, an meinen Ausgangsort, zu dem, was ich dort tat. Kannst du damit eine Atra-Welle einmal aufladen und zweimal entfesseln? Das klingt interessant. Nutze Schatten, um zwei Atra-Klingen einzusetzen. Oh Gott. Oha. Nice. Also das Kampfsystem ist so komplex. Interessant. Diese Kräfte scheinen wie für dich gemacht, Sargon. Entscheide selbst, wie du sie nutzt. Das war's auch schon mit der Übung. Ja gut. Kurz und knackig. Da kommen wir aber immer noch nicht hin. Tja, Leute, was will ich jetzt? Noch ein Lebensbalken wäre cool. Dass man noch einen dritten Trank hat, wäre cool. Dann würde ich all diese Amulette ignorieren. Und ehrlich gesagt bin ich von den Amuletten überfordert. Soll ich das Lebenszeug holen? Vielleicht sterbe ich dann weniger. Willkommen. Ja. Ja, die Sachen hier sind halt auch gut, aber... Ich mach's jetzt einfach. Ich hab sonst keine andere Tendenz, also wieso nicht? Gut, jetzt wird hier auch ein Xerxes verlangt, falls es nicht schon sowieso verlangt wurde. Willkommen. Möchtest du etwas schmieden lassen? Wir könnten uns Xerxes holen. Das ist auch ganz schön teuer hier. Das war, was ein Xerxes verlangt. Aber ich mach's jetzt einfach. Ja, aber krass, dass die Ressourcen hier, dass man nicht mit Geld überschüttet wird. Das muss ich sagen, finde ich wirklich positiv. Ja, jetzt dürfte ich mir gar nichts mehr leisten können. Ich hatte recht. Deine Anwesenheit ändert die Dinge. Göttliches Atra ruft nach dir. Gesegnet mit der Gabe von Simurgh. Du hast den Manticore getötet. Das ist nichts, worauf ich stolz bin. Ich kam nicht her, um Götter auszulöschen. Der Manticore war es, der Sterbliche auslöschen wollte. Dieser Ort stellt mich immer wieder auf die Probe. Du scheinst den Dingen näher zu kommen. Ich rechne mit weiteren Veränderungen.
Oh ja, auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt sagen, Freunde, wir teleportieren uns jetzt wieder ins Piratendorf und würden, ja, da einfach weiter voranschreiten. Ja, das Archiv, keine Ahnung. Da hätte man noch so viel erkunden können. Ja, aber alles kommt zu seiner Zeit. Konnte ich nach rechts? Schauen wir mal. Nee, ich habe mich hier noch gar nicht umgesehen. Oh Gott! Das war's? Es scheint ein Troll zu sein. Ich frag mich, was passieren würde, wenn ich da jetzt drücken würde. Ach, das bleibt so? Okay, es bleibt so offen, alles klar. Ist das echt eine Sackgasse? Ja, ist das okay. Das Movement ist so toll, ey, in dem Spiel. Ich kann nur davon schwärmen. Wer ist denn das? Ist nicht einer unserer Freunde, oder? Sieht schon wie ein starker Feind aus. Oh Gott, ich wollte eigentlich... Oh, du hast uns gesehen. Ich bin froh, dass wir ihn so ausgeschaltet haben. Mist. Mist. Hätte ich nicht Angriff gedrückt. Ja komm, schauen wir uns hier mal um. Ha, die Falle hat ihm umgenietet. So lobe ich mir das. Mann, ey, es geht immer weiter und weiter. Shit! Das war gefährlich. Proklamationsvertrag. Hiermit die Stilllegung des Konflikts angeordnet und in gemeinsamer Vereinbarung der Hafen für den Handel geöffnet wird. Befohlen von König Darius, König aller Könige, und unterzeichnet von Generalin Tomiris der Kühnen. So alt kann das Dokument nicht sein, wenn Tomiris hier erwähnt wird. Ich will mich noch hier umsehen. What the hell? Das hätte uns töten müssen, eigentlich. Sogar zweimal. Mist, ich wollte halt wissen, was da oben ist. Amuletten-Slot, oder? Ja, perfekt. Ja, wir haben schon echt viel hier.
Ja, und ich realisiere gerade, die Quests hier, wir lesen das nie durch, aber es ist auch nur eine Hilfe, also, braucht man jetzt nicht unbedingt. Also wir brauchen 2 neue Zeitkräfte, steht da, okay. Also wir müssen zum Hafen und zum Wald. Also sind wir ja gar nicht mal mehr falsch. Und was gibt's so nebenquestmäßig? Boah, wir haben noch gar keinen Krieger befreit. Mondsucher, Mutterliebe. Ja, sind hier paar Nebenquests. Ich weiß gar nicht mal, was das aktiviert. Ah, den Aufzug wahrscheinlich. Ich kann mal... Ach, hier. Ja, ich wollte nur mal runter gucken, aber runter will ich jetzt nicht unbedingt. Ja, jetzt wird's aber witzig. Ah, ja, stimmt, hier war ja noch was. Ich wollte sagen, es wäre witzig, jetzt wieder hier hochzukommen. Aber... Mist, runter komme ich nicht, oder? Ha! Ey, wie schlau die Fallen sind, ey. Schießen auch nur, wenn man sich nicht duckt. Der Controller vibriert zwar, aber es passiert nichts. Okay. Sieht zwar cool aus. Waren wir hier jemals? Ich glaube nicht. Puh. Ja, okay, komm, schauen wir einfach mal. Okay. Okay, die aktivieren sich nicht, das ist super. Hier ist ein Gegner. Die sich noch nicht rühren. Oder ihr seid Leichen, das könnte auch sein. Oh Mann. Hab ich voll vergessen. Ein Wackwackbaum, das freut mich. Mist, jetzt habe ich vermasselt, dahin zu kommen. Aber da wäre gar nichts gewesen, da ist gleich diese Holzwand. Deswegen denke ich, passt das. Sehr gut. Das ist noch ein Weg in den Tiefen. Ich leuchte dir den Weg, wenn du es wagst, zurückzukommen. Ja, nehmen wir mal das. Ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit. Perfekt. Also es geht hier wirklich jetzt wieder zurück. Ah, hier anscheinend. Tja. Ja, schauen wir mal weiter, oder? Ich bringe dir Licht, wie versprochen. Auch wenn unser Ziel... der Hafen ist. Lass uns einfach mal hier umsehen.
Ein neuer Boss wahrscheinlich. Mist. Kann ich durchrutschen? Anscheinend nicht. Oh Gott. Mist. Ah, verdammt. Verdammt. Ah, verdammt. Ich dachte, ich spring da rüber. Verdammt! Der wird immer aggressiver und aggressiver. Ich habe noch einen Trank, was gut ist. Verdammt! Mann! Shit, shit, shit. Ja! Verdammt! Das viele Leben hat sich doch irgendwo ausgezahlt. Ein Amulett. Besiegte Gegner lösen nach dem Kampf eine kleine Explosion aus, die leichten Schaden zufügt. Perfekt. Dann haben wir jetzt auch diese Krabbe aus dem Weg geschafft. Und ein Wackwackbaum ruft nach uns. Das lobe ich mir. Ich gehe sogar lieber erstmal dahin. Ich will nichts riskieren. Was habe ich da gehört? Ja. Ah, was lassen wir hier denn noch so ausgerüstet? Wir haben jetzt doch, hier haben wir auch irgendwie mit Gift zu tun. Schwierig, schwierig. Wir haben nicht so viele Gegner, deswegen glaube ich, macht das nicht so viel Sinn. Aber was soll ich, vierte Combo? Ja, das in der Luft ist doch cool. Machen wir das. Noch ein Teleporter, oder? Diese Vierer-Kombo habe ich abgelegt, kann das sein? Ja. Alles klar, gut.
In den Tiefen. Katakomben. Das ist echt der erste Teleporter dort. Da wäre auch noch was. Oh Mann, Leute, diese Lücken zu füllen. Das wird interessant werden, glaubt mir. Ja, das werden wir bei Zeiten schon machen. Ich wusste, dass ich jemanden gehört habe. Ich will in Bewegung bleiben, nicht, dass der uns dann überrascht. Mann, oh Mann. Musst du stören? Der ist hier noch irgendwo. Oh Gott. Puh. Ich dachte schon, der wird uns kriegen. Tja, was lauert hier so? Hm. Bin ich anscheinend noch zu schwach von den Fähigkeiten her, da irgendwas zu machen? Okay. Super. Noch so ein Ding. Oh ne, jetzt von beiden Seiten, ey. Ist das eine Abkürzung? Hm. Kommt drauf an, wie man das sieht. Oh Mann, ey. Ja, lass mal hier gucken. Hier ist nicht erkundet. Wird uns jetzt offenbart, was das für Druckplatten sind? Bitte, bitte. Nö, gar nicht. Okay. Ach, das ist eine Truhe? Schockwelle. Erzeuge eine kleine Schockwelle, wenn du dein Schattenteleportationsmal zerstörst. Hey, das ist cool. Das würde ich sogar gerne ausrüsten. Okay, krass, also sind hier immer solche Rätsel anscheinend, aber das erste Mal haben wir gemerkt, dass es ein Rätsel ist. Oh Gott. Ich bin nur neugierig, was hier unten sein soll. Weil da könnte was sein. Mann. Ha. Es ist schwer, ihn in die Mängel zu kriegen, aber wenn man ihn hat, dann hat man ihn. Hoppala. Vergessen, dass du explodierst. Okay, und das ist die Tür, die hier zu war. Okay. Was machen wir jetzt? Da könnte ich mich noch umsehen. Ja, dann hätten wir es hier so groß zum Großteil. Ah!
Halt. Mann, da will man sagen, die sind zu dritt und dann haben die einen. Wie versprochen. Jetzt müsste ich einmal hier diese Runde drehen. Ob sich das lohnt. Schon fast beim nächsten Wack-Wack-Baum. Okay, ich habe vergessen, dass diese Wespen rauskommen. Mensch, Mensch, Mensch. Oh Mann, ey. Hier kann ich vergessen, hochzukommen. Da auch. Mist. Ah ja, was ich vorhin kommentieren wollte. Also, die Tränke geben uns immer noch volles Leben. Also, die Effizienz zu erhöhen, das brauchen wir auf keinen Fall. Ja, genau. Ich wollte unten links schauen. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt auch mal. Sich da umzusehen. Genau, hier waren wir. Ha! Das wird ich mal so bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Ah, da haben wir dich jetzt. Nice, perfekt. Leider gehen halt viele Pfeile auf ihn drauf. Das muss man schon zugeben. Okay. Ich wollte hier auf Nummer sicher gehen, weil hier waren sie zu dritt. Genau, da ist der dritte. Da kommt nichts raus, das lobe ich mir so. Okay, wir haben noch Weg vor uns. Oh, also diese Tiefen hier, die sind richtig geil, diese Katakomben. Also die Stimmung ist hier Bombe. Die ist richtig gut. Genau, ich wollte nach rechts. Kurz dachte ich, dass hier wieder unser Freund auftaucht, der uns immer so mit dem Schild wegschubsen will, aber irgendwie war ich hier leer. Und toll. Ein bisschen umsonst der Weg. Also ja, ich wollte hier zum Aufzug. Würde sich auch irgendwo lohnen. Ich weiß halt nicht, ob wir von hier aus mit den neuen Fähigkeiten jetzt hier unten durchkommen würden. Und wir haben auch keinen Teleporter, der uns hier hinführen würde. Ist ein bisschen doof. Meint ihr, das ist hier noch ein weiter Weg? Eigentlich nicht. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ob ich hier hoch kann. Aber dann wäre die Frage, wie kommen wir hier generell wieder in die Tiefen? Nochmal fallen sollten wir nicht. Na, Mann, ey, Leute. Wo kommst du jetzt her? Leute, ich bin so neugierig, deswegen wagen wir den Blick mal dort.